Wie heißt es so schön im Volksmund? Die ersten Pickups des Jahres sind doch immer die... Moin, moin, moin. Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu einer neuen ultimativen XXL Pickup Extravaganza, dem Format, in dem ich euch in regelmäßigen Abständen immer zeige, was ich mir so alles gekauft und vor allen Dingen, was ich gespielt habe. Und ja, da wir nun quasi eine kurze Winterpause hatten, hat sich einiges angesammelt. Es sind viele Games eingetrudelt. Ich habe auch einiges durchgezockt, vor allen Dingen ein paar richtige Heavy-Hitter, möchte ich mal sagen. Wir haben natürlich auch die Hausaufgaben zu besprechen. Dementsprechend fangen wir gleich an mit der ersten Rubrik, den limitierten Spielen. Limitierte Spiele, ihr kennt das mittlerweile. Das sind Spiele, die man nicht einfach so im Einzelhandel kaufen kann, sondern die nur online bei speziellen Publishern in einer Kleinstmenge physisch angeboten werden. Und da habe ich mir ein Spiel von Special Reserve Games gekauft, und zwar Broforce für die PlayStation 4. Und hier muss ich auch gleich wieder reinkritschen und sagen, das ist kein wirklich limitiertes Spiel, wie ich das hier gerade propagiert habe. Zumindest wenn ihr das Spiel einfach nur physisch haben wollt. Denn es gibt bald auch, glaube ich, eine ganz normale deutsche Einzelhandelsversion dieses Spiels. Was hier limitiert ist, ist die Special Reserve Version. Davon gibt es nur 2100 Stück. Ich habe hier Version 1347. Hätte ich das aber wieder mal vorher gewusst, dass es da auch eine deutsche Einzelhandelsversion gibt, dann hätte ich mir diesen ganzen Import gespart. Aber das Spiel selbst, das wollte ich auf jeden Fall physisch haben. Denn das ist ja so ein kleines Kultgame. Ein Run and Gun, das so ein wenig, ich sag mal, Contra, aber auch Metal Slug aufgreift und dem Ganzen eine, ja, nicht nur Mehrspielerkomponente hinzufügt, sondern auch sehr, sehr viele coole, unterschiedliche Charaktere, die sogenannten Bros. Und die sind halt angelehnt an, ja, ikonische Actionhelden zum Beispiel. Wir haben hier zum Beispiel, ich glaube, das ist der Rambro hier vorne. Und ich sehe hier noch irgendwas, was aussieht wie Mr. T, B.A. Baracus, ich weiß nicht, B.A. Baracus, Bro Ruckus, wie er denn im Spiel heißen wird. Die haben halt alle so lustigen Bro-angelehnten Namen, aber sind halt offensichtliche, ja, Anlehnungen an diese Actionhelden der 80er und 90er, was ganz cool ist. Und das Ganze, ihr seht es schon am Gameplay, ist wirklich ein rasantes Action-Run-and-Gun mit viel Blut und zerstörbarer Umgebung, was dem Ganzen auch so einen kleinen wenig taktischen Tiefgang bietet, weil das halt auch dann unterschiedliche Strategien ermöglicht, neben dem ganz normalen einfach nur raufballern. Und ja, das Spiel hat in den letzten Jahren sich einen Ruf gemacht. Es wurden immer mehr und weitere Charaktere hinzugefügt und das Ganze genießt dadurch auch, wie gesagt, so einen gewissen Kultstatus. Dementsprechend war ich natürlich höchst erfreut, dass dieses Spiel endlich in einer physischen Version zu bekommen ist. Und dementsprechend habe ich zugeschlagen. Ich habe selbst noch nicht reingeschaut, ich habe es auch noch nie gespielt, aber Broforce, da konnte ich nicht nein sagen. Das ist schon irgendwie zu kultig. Broforce von Special Reserve Games für die PlayStation 4. Dann habe ich mir auch von Limited Run Games zwei Spielchen bestellt. Sind es zwei? Ja, zwei Spielchen, die ich euch hier zeigen möchte. Das erste ist für die Nintendo Switch, und zwar Radiant Silvergun. Ein Port, oder ja, ist es ein Remaster? Ich glaube, es ist nur ein Port eines alten Sega Saturn Klassikers für die Nintendo Switch. Auch dieses Spiel genießt unter Fans im Genre einen Kultstatus, wurde es doch auch von Treasure entwickelt, einem der kultigen Entwicklerstudios der 90er Jahre überhaupt. Und ähnlich wie bei fast allen deren Spielen ist hier auch der Fokus auf dicke Bossfights gelegt, Hochglanz-Action und natürlich auch einem Waffensystem, das von vornherein eigentlich schon alle Waffen bereitstellt, die dann aber immer, ich sag mal, entsprechend der Situation taktisch ausgewählt werden müssen. Also hier kommt es nicht darauf an, Waffen einzusammeln, sondern diese, ja, gezielt zu nutzen und dann stärker zu machen, indem ihr Kombos aufbaut, für die ihr gleichfarbige Gegner abballern müsst in Serie. Ja, ich glaube, so war das irgendwie. Und dementsprechend muss man dann halt mal gucken, was sinnvoller ist. Mache ich eine Kombo und kann da gegebenenfalls meine Waffe aufleveln, lebt dann aber auch gefährlicher, weil ich halt alle andersfarbigen Gegnerschiffe sozusagen ignorieren und ihnen ausweichen muss. Nur das ist so ein bisschen die taktische Komponente und der Clou von Radiant Silvergun. Wie gesagt, ein sehr, sehr kultiges Spiel und nun zum ersten Mal physisch für eine Konsole zu haben. Ich meine, das kam schon vor 10, 15 Jahren mal auf der 360 raus, aber ja, wie gesagt, nicht in physischer Form. Daher musste ich hier natürlich auch zuschlagen. Radiant Silvergun von Limited Run Games für die Nintendo Switch.
Cool, sehr, sehr cool, das endlich in meiner Sammlung zu haben. Und das zweite Spiel, was ich mir von Limited Run Games gekauft habe, ist Shin-Chan, Me and the Professor on Summer Vacation, The Endless 7-Day Journey für die PlayStation 4. Dies ist ein spiritueller Nachfolger zu einer sehr, sehr kultigen japanischen, ich sag mal, Adventure-Reihe, und zwar den, wie hieß es, Boku Nu, bla bla bla, ich weiß es nicht genau. Eine Reihe, die auch gewissermaßen Kultstatus genießt, aber halt, die halt nur in Japan erschien, ist nie in den Westen kam. Und das ist halt vom gleichen Entwickler ein spiritueller Nachfolger, basierend auf dem Shin-Chan-Charakter. Auch das ist wohl eine Anime-Serie, beziehungsweise ein Manga, den ich jetzt persönlich nicht kenne, aber ich habe vorweg gelesen, es gab es mal auf RTL 2, also vielleicht kennt der eine oder andere das von euch. Es geht hier um so einen kleinen Jungen, ich glaube 5-6 Jahre alt, der halt seine Sommerferien genießt und dementsprechend viele kleine Abenteuer in Form von Minispielen und ähnlichem erlebt. Sprich, das Spiel ist halt eher etwas für gemütliche Spieler, so wenn ihr Harvest Moon oder Stardew Valley mögt, ich glaube, dann ist Shin-Chan genau das richtige Spiel für euch. Ihr durchstreift hier halt so eine kleine offene Welt als kleiner Junge und könnt Bilder machen von unterschiedlichen Tieren, ihr könnt angeln, ihr könnt, ich glaube, Dinosaurier züchten und mit ihnen kämpfen, ihr könnt ganz, ganz viel unterschiedlichen Krams machen oder auch einfach nur der Geschichte folgen, den kleinen Aufgaben, die ihr tagtäglich erfüllen müsst. Und es hat auch irgendwie noch so eine Zeitloop-Geschichte, so eine Zeitschleife-Geschichte. Ich bin da nicht so ganz firm drin, aber auf jeden Fall etwas sehr, sehr, wiederum sehr, sehr Kultiges, was ich mir unbedingt mal in die Sammlung stellen wollte. Ich habe die anderen, die vorherigen Teile, die halt von der PlayStation 1 bis zur PS3 reichen, diese Boku, Nu, Yaru, keine Ahnung, Games, nie gezockt, aber ich weiß halt, dass die auch sehr, sehr gefeiert werden in der Community, und dementsprechend habe ich mir jetzt mal diesen spirituellen Nachfolger bei Limited Run Games bestellt. Für die PlayStation 4. Ja, cool. Cool, cool, cool. Und dann haben wir noch als letztes ein limitiertes Spiel von Super Rare Games. Und diesmal ist es wieder ein Switch-Game, und zwar Tinykin. Ein relativ neues Spiel diesmal. Und zwar, ich meine, es ist aus dem Jahr 2022 oder war es aus dem letzten Jahr, 2023. Auf jeden Fall ein Spiel, was auch einen total guten Ruf genießt. Vielleicht manch einer würde es auch als Kultspiel betiteln. Auf jeden Fall ein Spiel, was für sehr viel Aufruhr gesorgt hat in der Indie-Szene. Weil es halt sehr geschickt die Prämisse von, ich sag mal, Pikmin mit der von Shibirobo verbindet. Also zwei, ja, ikonischen GameCube-Franchise von Nintendo, die jetzt von einem anderen Entwickler aufgegriffen worden und etwas komplett Eigenes daraus gemacht haben. Ihr seid so ein kleiner, ich glaube, so ein kleiner Außerirdischer, der notstrandet bei den Menschen, und ihr versucht halt mit Hilfe der Tinykins, das sind halt diese kleinen Pikmin-ähnlichen Wesen, einen Weg zu finden, auf euren Planeten zurückzukommen. Und dementsprechend nutzt ihr halt die unterschiedlichen Tinykin, um unterschiedliche Probleme zu lösen. Mit manchen könnt ihr zum Beispiel Bomben werfen, andere lassen sich zu einer Leiter kombinieren, und ihr erlebt dann halt richtig viele coole Abenteuer mit ganz vielen witzigen und lustigen Charakteren, die dann da auch noch in dieser Miniaturwelt herumlaufen. Und das soll halt wirklich sehr, sehr cool sein. Und ja, wurde mir wärmstens auch schon von euch in den Kommentaren empfohlen. Daher musste ich mir das hier auch bei Super Rare Games kaufen. Und ich habe da auch ehrlich gesagt total Bock drauf, das irgendwann mal zu zocken. Tinykin für die Nintendo Switch von Super Rare Games. Cool. Und das waren alle limitierten Spiele. Jetzt kommen wir zu den Upgrades. Upgrades, ja, ihr kennt auch das. Das sind halt neuere Versionen von Spielen, die ich eigentlich schon in der Sammlung habe, sei es in Form eines Remasters oder Remakes oder Ports oder wie auch immer. Und da grade ich oftmals ganz gerne meine Spiele ab. Und ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das erste Spiel nicht schon in der letzten Folge gezeigt habe oder nicht. Oder ob ich das da nur angeteased habe. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon so lange her. Dementsprechend zeige ich das hier einfach nochmal. Und zwar A Short Hike für die PlayStation 4. Ebenfalls von Super Rare Games. Und das ist halt eins dieser Spiele, die es zuerst auf der Switch gab. Da habe ich es mir auch für die Switch gekauft. Ich habe es auch durchgespielt. Ich fand es super. Es ist ein kleines Adventure-Spiel, bei dem er einen Vogel spielt, der versucht, einen Berggipfel zu erreichen und dafür unterschiedliche Aufgaben erfüllen muss. Und das ist ganz niedlich gemacht und sehr skurril in Szene gesetzt mit seinem einzigartigen Artstyle und so. Wirklich schönes, tolles Spiel. Habe ich hier aber auch schon besprochen. Aber ein paar Monate später gab es nun halt auch eine physische PS4-Version für das Game, und ja, die wollte ich natürlich eher haben als die Switch-Version. Dementsprechend geht jetzt meine Switch-Version wieder raus. Die
verkaufe ich oder wie auch immer. Und ich stelle mir das als PlayStation 4 Version in die Sammlung, einfach weil ich das cooler finde. Und ja, ich mag das Spiel total gerne. Ist jetzt nur so 2-3 Stunden lang, es ist jetzt nichts Großes oder so. Da muss man natürlich immer so gucken, ob einem das diese 35 Euro wert ist für eine physische Version. Aber ansonsten zockt das einfach mal digital. Ist wirklich ein richtig cooler, kleiner, abendfüllender Trip, den man sich gut mal geben kann. A Short Hike für die PS4. Eventuell habe ich es auch schon im letzten Video gezeigt, man weiß es nicht. Was ich auf jeden Fall nicht im letzten Video gezeigt habe, ist dieses Upgrade, und zwar das Baten Kaitos 1 und 2 HD Remaster. Das habe ich jetzt sehr günstig beim Mediamarkt gesehen, und zwar für 29 Euro, was ein guter Preis ist. Es hat, glaube ich, zuerst, glaube ich, 50 oder 60 Euro gekostet, ist jetzt schon im Preis gefallen, aber auch nicht mehr so oft verfügbar. Ich habe es zum Beispiel noch nie irgendwie, außer das eine Mal jetzt bei Mediamarkt gesehen, und bei Amazon war das auch oftmals vergriffen, deswegen musste ich jetzt da auch zuschlagen. Und das sind halt sozusagen Remaster von zwei alten GameCube JRPGs von Monolith Soft. Und ja, die kennt ihr vielleicht, die machen nämlich heute für Nintendo die Xenoblade Games, also durchaus kompetente Entwickler, und das waren, ich glaube, ihre ersten Spiele damals auf Nintendo-System oder überhaupt. Ich habe den ersten damals gezockt, fand den recht cool. Der hat so ein kartenbasiertes Kampfsystem, eine richtig coole, schöne Welt. Hat mir richtig gut gefallen. Habe ich auch irgendwann mal in einem RPG-Geheimtipp-Video vorgestellt. Das ist bestimmt schon 10 Jahre her oder so. Richtig cooles Game. Ich habe auch den zweiten da, der war US-exklusiv und es war auch ein Prequel, Baten Kaitos Origin. Da habe ich aber damals nur eine Stunde reingezockt. Ist aber auch ein mittlerweile sehr stark gefragtes Sammelstück für den GameCube. Nicht, dass ich diese beiden Games wieder abgeben würde, aber so eine Remaster-Version für die Switch für 30 Euro stelle ich mir dann doch ganz gerne in die Sammlung. Obwohl das Remaster ist wohl so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite gibt es hier keinen Voice-Acting mehr. Es gab damals englische Sprachausgabe für den GameCube, hier hat man halt komplett drauf verzichtet, es gibt wohl nur noch japanische, das stört vielleicht den einen oder anderen, und ich glaube auch, ich meine, der Andi sagte, grafisch ist das irgendwie nicht so geil oder so, irgendwas stört ihn da, die Framerate oder so, ne? Aber das wäre jetzt mir, ehrlich gesagt, ziemlich egal. Was das Ganze nämlich relativ cool macht, es gibt hier so ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen, wie schneller laufen, mehr Erfahrung und Random-Encounter ausschalten und sowas. Diese typischen Dinge, die man auch bei den Final Fantasy Remastern mit eingefügt hat, was ich ganz cool finde, was es ein bisschen angenehmer macht, hier durchzugrinden. Und ja, ich kann auf jeden Fall Baten Kaitos 1 empfehlen. Richtig cooles JRPG und ich finde auch geil, wie gesagt, das habe ich schon oftmals wiederholt, dass Namco gerade ihre ganzen alten Games nochmal sozusagen physisch für aktuelle Konsolen bereitstellt, finde ich super. Ich unterstütze das gerne. Baten Kaitos 1 und 2 HD Remaster für die Nintendo Switch. Cool. Und das waren meine Upgrades. Jetzt haben wir noch so einen Stapel Sachen, die ich bekommen habe. Teilweise geschenkt, teilweise gekauft. Alle noch nicht gespielt, aber es hat sich halt einiges angesammelt. Dementsprechend nenne ich diese Rubrik jetzt einfach mal angesammelt. Ja, angesammelt. Alles, was ich in den letzten Wochen so angesammelt habe, während ich keine Videos gemacht habe. Zum einen hatte ich Geburtstag im Januar und da habe ich vom guten Björn, das ist ein treuer Zuschauer, den ich schon seit Jahren kenne und auch persönlich kenne, hat mir ein Geschenk gemacht. Der ist da immer sehr großzügig mit seinen Geschenken und auch vielen Dank auf diesem Weg auch nochmal, das war völlig unnötig und völlig übertrieben. Aber der hat mir ein riesiges Geburtstagspaket zusammengestellt und da war als Highlight, das stelle ich jetzt auch mal repräsentativ für den Rest vor, Poppin' Tanks für die PlayStation 1 dabei. Ein Japan-exklusives Anime-Panzer-Kampfspiel. Stellt euch quasi Twisted Metal vor, nur mit kleinen Anime-Panzern. Ein richtiges Fighting-Game in Arenen, wo man mit Panzern herumballert, coole Aktionen ausführen kann, mit witzigen, charmanten Charakteren und witzigen Fähigkeiten und so weiter. Sehr skurril, sehr cool und auch wirklich nicht günstig zu bekommen. Bei eBay geht das Spiel schon so für 70 Euro mittlerweile, was das Geschenk hier einfach übertrieben macht. Björn, also du musst das nicht machen, aber danke trotzdem. Es gibt auch eine Geschichte dazu, denn der Björn war vor einigen Monaten in so einem Videospielladen und die hatten so eine japanische Import-Sektion und da hat er mich angeschrieben, Herr Jansel, ist hier was für dich dabei? Und da war auch was für mich dabei, und zwar das gute Cyber-Ogre. Das habe ich hier schon mal in einer Pickup-Folge
vorgestellt. Ein anderer Japan-exklusiver Titel. Den hat er mir dann damals mitgebracht. Den habe ich aber auch bezahlt. Da war aber auch Pop'n Tanks. Und da habe ich halt so gesagt, oh, Pop'n Tanks, da hätte ich auch Interesse. Aber 90 Euro, was der Preis da war, ist mir zu viel. Das dann nicht. Dann bringen wir das andere mit. Und ein paar Monate später kriege ich dann quasi ein Paket mit Geburtstagsgrüßen und diesem coolen Spiel, was ich sehr, sehr cool finde. Und auch noch ein bisschen Munition, nenne ich es mal, für zukünftige Creme de la Côte-Folgen. Der Björn versorgt mich da immer mit sehr vielen skurrilen und richtig schäbigen Spielen, die ich dann mal irgendwie gerne verwursten kann. Zum Beispiel meine Episode über die indischen Games, die indischen PlayStation 2 Spiele. Die habe ich damals von ihm alle gekauft. Die hat er mir organisiert und so. Der hat da immer Connections und so. Das ist echt cool. Und diesmal hat er mir ein paar Phoenix Games geschickt. Zum einen All-Star Action für die PS1 und nee, das war das einzige Phoenix Games. Aber auch Spiele für eine Episode, die ich auch schon länger plan, wo es so ein bisschen um essensbasierte oder werbungsbasierte Spiele geht. Und da hat er mir halt Smarties Meltdown für die PlayStation 2, Jelly Bean Ballistic Beans für die PlayStation 2 und M&M's Shell Shocked für die PlayStation 1 zugesandt. Zu den Spielen selbst kann ich alle nichts sagen. Ich gehe davon aus, dass es jetzt qualitativ nicht so die krassesten Games sind. Also perfekt für das, was sie hier sein sollen, nämlich Munition für meine Creme de la Côte-Folgen. Und vor allen Dingen aber einen großen Dank nochmal an Björn für dieses wirklich übertrieben tolle Geschenk. Danke sehr. Und ja, das war das, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Aber ich habe mir auch ein paar Dinge gekauft. Zum einen Robocop, Rogue City. Ein Spiel, was viele meiner Freunde irgendwie jetzt schon mittlerweile gespielt haben und es als extrem gut einstufen. Und ich musste da jetzt auch irgendwie zuschlagen. Ich habe es letztens für 33 oder so bei Amazon gesehen und da dachte ich mir, komm, jetzt ist der Zeitpunkt. Es ist ein richtig cooles First-Person-Shooter-Spiel, basierend halt auf dem 80er-Jahre Robocop-Film. Ich weiß irgendwie so spielt da, ich weiß nicht, zwischen den ersten beiden Teilen oder so. Richtig tolle Atmosphäre. Ist jetzt kein krasses AAA-Spiel, aber halt doch schon irgendwie ein bisschen mehr als Indie. Und die Entwickler hatten ja schon mit dem Terminator Resistance-Spiel einen relativ kleinen Überraschungshit, was sehr viele Fans hat. Nun haben sie das Ganze halt auf Robocop übertragen und ja, auch das soll sehr, sehr gut sein. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, reingezockt habe ich noch nicht, aber ich habe es mir schon mal für die PlayStation 5 gekauft. Robocop Rogue City. Ein weiteres Spiel, was ich mir gekauft habe, weil es der Amazon-Algorithmus mir vor die Nase gespült hat, zeige ich euch jetzt hier. Das ist Gloomhaven Mercenaries Edition für die PlayStation 5. Auch hier gibt es eine Story dazu, denn ich spiele gerade mit ein paar Kumpels eine Boardgame-Session Frosthaven. Frosthaven ist so ein Tabletop, ja, Dungeon-Crawler-Brettspiel und es ist der Nachfolger von Gloomhaven, einem ähnlich aufgebauten Tabletop-Spiel. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß, zumindest im Real Life, und da hat halt der Algorithmus mich gleich passend ausspioniert und mir halt dieses Spiel vorgeschlagen. Ich dachte, Gloomhaven? Da gibt es ein Game für? Kurz mal so mich so ein bisschen informiert. Das soll wohl eine relativ coole Adaption des Brettspiels sein. Ja, das kann ich mir doch mal angucken. Hat jetzt auch nicht so viel gekostet. Ich glaube 35 Euro. Und ich bin sehr gespannt. Ich mag Frosthaven und dieses ganze Universum, was da erschaffen wurde. Mit diesen ganzen andersartigen Heldenfraktionen. Ich sag mal, das ist nicht so dieser typische Krieger, Heiler, Tank Einheitsbrei aus Dungeons & Dragons, sondern die haben so ein bisschen speziellere Klassen und das ist auch so ein bisschen der Twist dieses ganzen Brettspiels. Man soll persönliche Ziele verfolgen mit seinen Charakteren und wenn man das schafft, gehen die in Rente und man bekommt Zugriff auf noch neuere und exquisitere und komplexere Klassen und das macht dann irgendwie immer sehr viel Spaß, sich hier reinzufuchsen. Das Ganze ist dann auch kartenbasiert und taktisch total cool, macht im Real Life total viel Spaß. Bin mal gespannt, wie hier Gloomhaven ist. Wie gesagt, aber die Bewertungen waren für das, was es sein will, nämlich eine Brettspielumsetzung, ganz cool. Aber erwartet jetzt hier storytechnisch oder von der Inszenierung her nichts Großes. Ne? Aber ich dachte mir, cool, Gloomhaven. Habe ich so auch noch nie gesehen. Finde ich geil. Gloomhaven für die PS5. Ja, und dann gab es natürlich auch noch den einen oder anderen Blockbuster in letzter Zeit, den ich mir auch schon mal gekauft habe. Und dieses Spiel habe ich mir zusammen mit Barton Kaitos HD Remaster gekauft bei diesem besagten Mediamarkt besucht. Weil das war das Spiel, was ich mir eigentlich kaufen wollte. Und zwar Prince of Persia The Lost Crown für die PlayStation 5. Ein Metroidvania basierend auf der legendären Ubisoft Prince of Persia Reihe, was richtig, richtig gut sein soll. So wie ich das gehört habe, ist das halt richtig anspruchsvoll, richtig geil inszeniert, richtig flutschig, richtig, richtig super. Ich hatte bisher noch keine Zeit dafür, aber ich freue mich da auch schon sehr, sehr drauf. Ist bisher einer der Geheimtipps des Jahres, einer der Überraschungshits des Jahres. Und ich hoffe, es öffnet auch Wege für weitere
Umsetzung in ähnlicher Art von anderen Franchises, nicht nur bei Ubisoft, sondern auch bei anderen großen Publishern. Ne? Es muss ja nicht immer alles so groß aufgebläht und AAA-mäßig sein. Mach doch mal so eine kleinere Games und die so ein bisschen besser die Essenz des eigentlichen Spiels einfangen. Und das finde ich hier zum Beispiel echt cool. Also Prince of Persia als Metroidvania, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ne? Das Original Prince of Persia aus den 80ern ist ja quasi der Begründer des modernen Plattformings. Was könnte es Geileres geben, als das Ganze jetzt hier so wieder zu seinen Wurzeln zurückzuführen in gewissem Maßen. Ne? Dementsprechend musste ich hier natürlich zuschlagen. Ich will das natürlich auch unterstützen, Ubisoft zeigen. Ja, solche Spiele sind gewollt. Habe ich dementsprechend auch zum Neupreis von 50 Euro. Ich glaube, es waren 50 Euro. Ne? Ja, 80 Euro habe ich für Barton Kaitos und Prince of Persia zusammen bezahlt. Gekauft, Prince of Persia, The Lost Crown für die PS5. Cool, da werde ich demnächst sicherlich auch nochmal reinschauen. Und dann ein Spiel, was ich gerade aktuell spiele. Ich bin da, denke ich mal, so ungefähr zur Hälfte mittlerweile schon durch. Auch ein Spiel, was ich kurioserweise, Fun Fact, vor 10 Jahren in einem ganz frühen YouTube-Video hier mal gezeigt habe. Es ging um JRPGs, auf die ich mich freue. Für das Jahr 2014. Und da gab es das eine Spiel, basiert auf einer Anime-Serie, die ich jetzt nicht so kannte, aber was mitentwickelt wurde von Platinum Games, zumindest in seinem Kampfsystem. Und da war ich halt sehr hellhörig. Das Ganze sah dann auch noch so ein bisschen nach Tales of aus. Da dachte ich, cool, da freue ich mich drauf. Im Jahr 2014. 2024 habe ich es nun endlich gekauft und gespielt. Es ist Grand Blue Fantasy Relink. Ein richtig cooles JRPG, das so, wie gesagt, so ein bisschen Tales of inspiriert ist, aber auch in gewissermaßen von Skies of Arcadia oder Xenoblade Chronicle 2, weil es in so einer schönen Himmelswelt spielt mit Flugschiffen und schwebenden Inseln, die ihr bereisen müsst. Es geht hier irgendwie so um Astralbestien, so einen großen Final Fantasy Summon-ähnlichen Mega-Wesen, die so ein bisschen außer Kontrolle geraten und ihr versucht dem Ganzen auf den Grund zu gehen und geht halt mit eurer Crew auf Abenteuerjagd, sag ich mal, und folgt diesen Astralbestien und daraus entspinnt sich natürlich dann eine Story und ganz, ganz viele coole Missionen und Inseln werden bereist. Das Ganze immer noch garniert mit tollem Soundtrack. Ich habe gehört, Nobuo Uematsu hat den gemacht, also Final Fantasy Legende und natürlich einem richtig rasanten, geilen Kampfsystem. Wie gesagt, von Platinum Games mitentwickelt, das merkt man halt auch. Es ist super schnell, super fetzig, super flutschig, mit richtig geilen Animationen. Es macht richtig Bock, hier zu kämpfen und das Ganze gipfelt dann immer wieder in atemberaubenden Bosskämpfen, die wirklich mehrstufig aufgebaut sind und wirklich auch Taktik benötigen, was mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Richtig, richtig cool. Es ist ein bisschen, man muss da sagen, leider so ein bisschen. Also es ist ein bestehendes Universum, man wird hier so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, es scheint ja irgendwie ein beliebter Anime in Japan zu sein und die Gruppe, die man hier halt am Anfang hat, die kennen sich alle schon und man fühlt sich so ein bisschen so reingeschmissen und versteht nicht ganz, wer das alles ist. Es geht aber so, nach ein, zwei Stunden lernt man die Leute dann irgendwie schon lieben, sag ich mal, oder zumindest mögen. Man lernt sie kennen, um mit ihnen weiterzuspielen. Na, aber es besteht hier auf jeden Fall ein Universum, das existent ist und man muss sich halt irgendwie so ein bisschen erstmal einfuchsen. Das ist vielleicht ein bisschen überladend am Anfang, aber nicht schlimm. Ansonsten sieht das Spiel wirklich geil aus. Die Effekte, die Farben, das ist richtig, richtig cool. Es ist aber auch ein bisschen, ich sag mal, reduziert. Es ist jetzt keine ganz riesige Open World. Es sind immer so kleine Levelbereiche, nur jetzt nicht so dieses ganze gigantische AAA-Erlebnis. Aber das ist auch nicht schlimm, weil es wirkt trotzdem immer noch sehr stimmig und ist dafür halt auch sehr, sehr schön und gut inszeniert. Außerdem hat es eine der coolsten, ich sag mal, Mechaniken, die ich in den letzten Jahren in einem Videospiel je gesehen habe, die ich gar nicht mehr missen will. Die ist richtig cool. Und zwar, kennt ihr das nicht auch, wenn man irgendwie so Nebenquests annimmt oder generell bei Quests und dann oftmals sich so wirklich Bock hat, das alles durchzulesen und dann ja, immer nur drück. Und man liest so die ersten Zeile im Dialog, weiß, worauf es hinaus will und drückt dann weiter. So dass es oftmals halt ist, die Dialoge blablabla reden und du denkst, ja. Und anstatt, dass man das hier auch so macht, kann man hier diese Dialoge überspringen. Und wenn man das macht, die Überspringen-Taste drückt, dann stellt das Spiel für euch ein kleines Kästchen parat, in dem quasi das Gesagte, der Dialog zwischen diesen beiden Charakteren in Kurzform zusammengefasst wird. Und wie cool ist das denn? Ne? Also wenn ihr irgendwie zu so einem Schmied geht und der hat irgendwie so ein paar Sachen, die er euch noch erzählen will und ihr habt keinen Bock, das alles zu hören, drückt ihr halt auf Überspringen, dann steht da, der Schmied sagt, ihr solltet euch da hinten mal diese Ecke angucken.
Und das war's. Das heißt, du hast halt nichts verpasst, du weißt trotzdem noch, was passiert, du hast aber Zeit gespart. Und ich liebe Spiele, die meine Zeit wertschätzen. Na, ist natürlich für die Atmosphäre so ein bisschen, aber manchmal passt das schon so. Man merkt ja doch relativ schnell, was wichtig ist und was nicht. Eine sehr, sehr coole Funktion. Und solange es optional ist, warum nicht in jedem Spiel? Ne? Wenn man schon Dialoge überspringt, dann macht doch eine kleine kurze Inhaltsangabe, was die gesagt hätten. Finde ich total super. Und ja, ich weiß noch nicht, wie das Spiel hinten raus endet. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht durchgespielt. Macht mir aber sehr viel Spaß. Ich gehe davon aus, dass wir es nächstes Mal in der Rubrik durchgespielt dann ein wenig genauer besprechen werden. Aber ja, cooles Game für die PlayStation 5. Grand Blue Fantasy Relink. Ja, das waren die Games, die sich hier angesammelt haben. Nun wird es ein wenig tiefer, denn es geht nun um die Spiele, die ich durchgespielt habe. Ja, durchgespielt. Das sind diesmal alle Spiele quasi, die ihr euch aus dem Kontext der letzten Videos erschließen könnt, aber wir werden sie jetzt trotzdem nochmal im Einzelnen durchgehen. Zum einen nämlich Super Mario Bros. Wonder für die Nintendo Switch. Ein Spiel, was es in meine Top 10 der besten Spiele des Jahres 2023 geschafft hat. Das Video könnt ihr euch gerne nochmal hier oben anschauen. Aber ich will hier nochmal so ein bisschen im Detail darauf eingehen, was mir an dem Spiel gefallen hat und was nicht. Also zuerst einmal, das Spiel ist offensichtlich. Es ist ein neuer Eintrag im 2D-Mario-Universum. Es ist ein typisches Jump'n'Run-Spiel. Der Clou ist halt diesmal, dass es die sogenannten Wundersamen gibt. Irgendwo versteckt in jedem Level befindet sich nämlich einer dieser Samen und wenn ihr die ihn findet, dann verändert sich das Level meist sehr kreativ und skurril. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass sich der Hintergrund bewegt, dass sich der Hintergrund auf einmal von 3D in 2D wandelt oder etwas komplett anderes, was ich mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, kreativ und peppt auf jeden Fall das ganze Game und vor allen Dingen das 2D-Jump'n'Run-Gameplay deutlich auf und das hat mir richtig, richtig gut gefallen, denn ansonsten bekommt ihr halt nur genau das, was ihr von dieser Art Spiel erwartet und zwar Mario 2D Jump Action. Man kennt alle Power-Ups, ne? Den Pilz, die Blume, den Stern. Es gibt ein, zwei neue, wie zum Beispiel den Elefanten, mit dem ihr rumschlagen könnt und viele Blöcke zerstören könnt, was ganz cool ist. Und es gibt auch, ich sag mal, so eine Items, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, die ihr in den Levels freischalten könnt, in gewissen Levels, die euch gewisse Boni und Fähigkeiten geben, die das Spiel leichter, aber gegebenenfalls auch schwerer machen können, um dem Anspruch zu heben. Aber im Grunde ist es halt das, was ein Jump'n'Run halt immer ist, und zwar ein Spiel, in dem man von links nach rechts läuft und allem, was im Weg ist, ausweicht oder draufspringt. Und das ist ja auch cool und es hat mir früher immer sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe halt hier auch gemerkt, irgendwie ist das nicht mehr so mein Genre. Also ja, ich habe hier irgendwie zwei Abende dran gesessen und es durchgespielt, war ganz cool und nett, aber es bleibt halt auch irgendwie nichts hängen. Ich habe jetzt kein Bedürfnis, das nochmal zu spielen oder denk so, huh, war das geil. Es war einfach nur so, okay, abgehakt, das neue Mario. Ja, ne, dementsprechend, das Spiel hat ja überragende Wertungen bekommen. 93er oder irgendwie so bei Metacritic. Und da denke ich so, wirklich? Ja? Weiß ich nicht. Also ja, für das, was es sein will, ist es echt cool. Aber es ist halt auch nicht so, es ist auch, ja, so richtig geil geflasht hat es mich einfach nicht. Dafür ist einfach die Gameplay-Struktur dieses Genres zu immer gleich, falls ihr versteht, was ich meine. Ne? Das ist jetzt keine Kritik an Super Mario selbst, sondern mehr am Genre. Mir kann dieses Genre einfach nicht mehr so viel geben. Dementsprechend ist es bei mir auch eher auf den hinteren Plätzen der besten Spiele des Jahres gelandet. Ich wollte es aber auch nicht weglassen, weil es halt immer noch qualitativ ein cooles Spiel ist. Aber so ganz kann ich dem Genre nicht mehr so ganz viel abgewinnen. Und auch die Musik, die eigentlich immer ein großes Highlight in Mario-Spielen ist, fand ich jetzt relativ unbeeindruckend. Ich kann mich an keinen einzigen Track mehr erinnern. Mehr kann ich da auch fast schon nicht zu sagen. Es ist ein richtig cooles Spiel. Wenn man Mario 2D-Spiele mag, dann macht man sicherlich nichts mit falsch, aber irgendwie, es ist halt auch nicht dieser überkrasse Überhit, finde ich einfach. Da ist irgendwie die Luft bei mir so ein bisschen dann raus, wenn es um 2D Marios geht. Naja, trotzdem irgendwie ein geiles Spiel. Super Mario Bros. Wonder für die Switch. Ja, und dann habe ich noch ein Spiel durchgespielt. Das kann ich euch leider nicht zeigen, noch nicht. Demnächst werde ich es sicher tun, aber bisher ist es nur digital in meiner Sammlung. Und zwar handelt es sich um Baldur's Gate 3. Das ist sozusagen mein Spiel des Monats. Und es ist nicht nur mein Spiel des Monats, ich spoilere jetzt auch schon mal meine Top-10-Liste. Es war auch mein Spiel des Jahres, des letzten Jahres. Was für ein unglaublich glorioses Rollenspiel. Die Larian Studios haben hier wirklich richtig geile Arbeit geleistet. Und ich mochte den Entwickler sowieso schon. Ich liebe Divine Divinity 2, die Dragon Knight Saga total gerne. Übrigens auch ein
Spiel, was ich da in den damals, in den vorhin angesprochenen RPG-Geheimtipp-Video anno 2015 oder so schon angepriesen habe. Das werdet ihr dort auch finden. Und dementsprechend hat mir halt auch Baldur's Gate 3 total gut gefallen. Ich mag einfach, wie die Larian Studios ihre Rollenspiele aufbauen. Die sind so richtig schön interaktiv und reichen irgendwie von skurril bis hin zu völlig dramatisch. Es gibt ein richtig geiles Kampfsystem, das irgendwie so ein bisschen XCOM aufgreift. Das Ganze spielt sich halt so taktisch, bei dem ihr eine gewisse Anzahl von Bewegungspunkte und Aktionspunkte habt, die ihr dann geschickt einsetzen müsst. Das heißt, ihr müsst halt nicht nur auswählen, welche Fähigkeiten ihr nutzt, sondern auch, wo ihr diese einsetzt. Und unterschiedliche Charaktere spielen sich dementsprechend auch total unterschiedlich. Und mir hat es total viel Spaß gemacht, in diesem Spiel zu kämpfen. Und vor allen Dingen auch, meinen Charakter dementsprechend anzupassen und zu leveln. Das Ganze ist hier halt nämlich auch ein Dungeon & Dragons Spiel, das basiert halt auf diesen Regeln. Dementsprechend gibt es hier auch diese typischen Levelmechaniken und Fähigkeiten und Skills und Spells, die man halt nutzen kann, und ich fand das total cool, seinen Charakter bzw. alle Charaktere in der Gruppe in eine Richtung zu lenken, die mir total Spaß gemacht hat, und das ist richtig, richtig cool. Apropos Charaktere, die sind sowieso mit das Beste, was ich in den letzten Jahren in Videospielen erlebt habe. Das Einzige, was da vielleicht noch mit rankommt, was mir jetzt kurz zur Hand einfällt, ist Mass Effect. Und das zeugt eigentlich schon davon, wie gut dieses Spiel seine Charaktere handelt. Vor allen Dingen halt, wie diese Charaktere über den Verlauf der Reise mit euch interagieren und wie sie sich teilweise auch verändern und ihr sie beeinflussen könnt, finde ich richtig, richtig geil. Das geht halt nicht nur von inneren Werten, sondern auch übers Aussehen bis hin zu seinen eigenen Fähigkeiten. Also es ist richtig krass, was hier mit euren Charakteren passieren könnt, wie ihr sie auch beeinflusst, was sie werden, ne? Ob nun Schattenherz oder Astarion oder halt meine Liebschaft Laeselle, es ist wirklich faszinierend, wie diese Charaktere mit euch, mit der Reise wachsen. Und es führt halt auch so ein bisschen zu richtigen Rollenspielproblemen. Zum Beispiel, wie gesagt, meine Romanze war Laeselle. Und ich sag mal so, am Ende gibt es Entscheidungen zu treffen, die sind für den Verlauf des Spiels irgendwie wichtig, und ich hätte sie am liebsten so und so getroffen, aber da ich halt mit Laeselle verbunden war und die das anders sieht, habe ich mich da leider auch von ihr beeinflussen lassen, weil das halt besser zu meinem Charakter gepasst hätte. Und dementsprechend musste ich dann halt mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen leben. Und das fühlte sich halt richtig an, aber auch sehr, ja, konsequent. Und es hat mir total gut gefallen. Ich finde es sowieso richtig gut, wie das Spiel halt all seine Entscheidungen umsetzt. Alles, was ihr hier macht, fühlt sich irgendwie wichtig an. Und alles, was man hier machen kann, fühlt sich auch echt an. Wenn ihr zum Beispiel eine Tür öffnen wollt und die geht nicht auf, dann versucht doch mal Öl aufs Scharnier zu machen sozusagen, und dann geht es vielleicht. Oder schmeißt einen Stein drauf, brennt sie ab, schlagt sie ein oder so. Und es ist halt richtig cool, wie viele Möglichkeiten dieses Spiel bietet. Das hat mir richtig geil gefallen. Auch die Story an sich ist total spannend. Es geht um so eine Art Parasit, der sich in eurem Gehirn eingenistet hat, und wie ihr diesen wieder loswerdet und wie der überhaupt in euer Gehirn gekommen ist, das ist halt so ein bisschen die Grundstory, und daraus entspinnt sich halt ein gigantisches Abenteuer in drei Akten, die alle total unterschiedlich sind und auch fast alle in sich geschlossen sind und nachher natürlich hinten raus zusammen gipfeln in einem furiosen Finale. Ich fand das richtig, richtig cool. Wirklich ein fantastisches Rollenspiel. Vielleicht kein fantastisch perfektes Spiel selbst, denn auch, ich muss auch ein bisschen Kritik üben, die ist aber nicht wirklich schlimm. Was ich zum Beispiel ein bisschen schade finde, man ist relativ schnell, wenn man das Spiel ausführlich spielt, mit den vielen, vielen Nebenmissionen, die es bietet, am Max-Level. Und das ist hier Level 12. Und ich war so nach zwei Drittel des Spiels halt auf dem obersten Level. Das heißt, die Kämpfe wurden auf einmal extrem, extrem leicht. Und jegliche Erfahrung, die ich danach bekommen habe, war halt für die Katz. Natürlich gab es irgendwie noch Items, aber meine Charakter sind einfach nicht mehr stärker geworden. Und dementsprechend war meine Progressionskurve halt irgendwann so. Und mit fortlaufendem Level sind halt die Gegner dann auch stärker geworden. Und am Schluss war es dann wieder anspruchsvoll, taktisch anspruchsvoll. Aber gefühlt ein Drittel des Spiels habe ich die Erfahrung einfach nicht mehr gebraucht. Und ein Drittel des Spiels hört sich halt nicht so lang an. Aber ich habe halt 120 Stunden gespielt. Das heißt, 40 Stunden des Spiels habe ich halt einfach nicht mehr Progression erfahren. Was in einem Rollenspiel vielleicht nicht ganz so passend ist. Das hätte man irgendwie besser lösen können, aber aufgrund der D&D-Regeln war es wohl irgendwie nicht möglich, weil dann hätte man Zugriff auf Level 7 Zauber gehabt ab Level 13, und die hätten das Spiel halt gebrochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dementsprechend musste man da irgendwie drumherum arbeiten, aber dann hätte man vielleicht weniger Erfahrung in den vorherigen Quests geben sollen oder so. Ich weiß es nicht, aber
ist es nur ein kleines Manko. Dementsprechend wollte ich das aber einmal hier kurz erwähnen, aber das ist völlig egal, denn dieses Spiel ist einfach nur großartig. Eins der besten westlichen Rollenspiele aller Zeiten, eins der besten Spiele aller Zeiten. Für mich eine ganz glasklare 10 von 10. Mein Spiel des Jahres. Und ja, spätestens wenn die physische Version hier in den nächsten Wochen eintrudelt, werde ich das Spiel hier auch nochmal vorstellen als Upgrade. Aber bis dahin bleibt es hier imaginär in meiner Hand, Baldur's Gate 3, gespielt auf der PlayStation 5. Ja, das waren die Spiele, die ich durchgespielt habe. Es folgt noch eins, aber das war halt unsere Hausaufgabe und die besprechen wir jetzt. Ja, Hausaufgaben. Ihr schreibt mir in den Kommentaren immer Spiele, die ich doch mal gerne nachholen soll. Und daraus wählen wir dann gemeinsam aus euren meistgevoteten Vorschlägen ein Spiel, was wir dann gemeinsam spielen und in der nächsten Folge besprochen. Und diesmal fiel eure Wahl auf Hogwarts Legacy. Ein Spiel, das ich zwar zum Release kurz gespielt hatte, wo ich aber nach 2 bis 3 Stunden gesagt habe, ja, es ist jetzt nicht so meins. Ich bin eigentlich großer Harry Potter-Fan. Aber ich habe dann doch irgendwie gemerkt, ich bin Harry Potter Fan, also Fan des Charakters und nicht der Welt. Und irgendwie reizt es mich dann doch nicht so sehr, wie ich gedacht hätte, durch Hogwarts selbst zu laufen, 150 Jahre vor Harry Potter, sondern mich hätten die Charaktere einfach mehr gereizt und dementsprechend habe ich es schnell zur Seite gelegt. Aber ihr sagtet halt, hey, zock es doch mal, es ist ein cooles Spiel, hier nimm es als Hausaufgabe. Dementsprechend habe ich das jetzt auch gemacht, habe es nach knapp, ich glaube, 24 Stunden beendet. Ich muss sagen, ich habe nicht alle Quests gemacht, da hatte ich einfach keinen Bock zu. Denn man muss halt sagen, Hogwarts Legacy ist ein sehr generisches, typisches, modernes Open-World-Spiel. Ja, es sieht gut aus, es ist total stimmig, es präsentiert die Harry-Potter-Welt richtig, richtig schön. Hogwarts ist richtig toll und stimmig und es macht total viel Spaß, dort umherzulaufen, alles zu erkunden und aufzusaugen. Die ganze Welt, auch Hogsmeade und die ganze Weltkarte, richtig, richtig cool. Aber es ist halt auch sehr Ubisoftig, auch wenn das Spiel halt nicht von Ubisoft ist. Überall meint das Spiel halt, euch irgendwie eine Karotte vor die Nase halten zu müssen, indem es irgendwelche Sammelgegenstände dort platziert. Das brauche ich einfach nicht. Ich hätte mir das auch so alles erkundet und es nervt dementsprechend. Und man kann als Gamer ja auch oftmals dann einfach nicht weggucken und denkt dann, oh, der ist schon wieder so ein Mondstein. Jetzt muss ich also doch nochmal das Ganze hier Nacht werden lassen, damit ich den einsammeln kann. Und hier ist ein Schloss, jetzt muss ich das also noch nochmal öffnen. Und hier ist schon wieder eine Schriftrolle, die muss ich doch einsammeln. Und das ist dann, oh, das nimmt mir persönlich dann so ein bisschen die Faszinierung. Ne? Auch die Quests selbst sind nichts Besonderes. Es ist alles typische Open-World-Standard-Ubisoft-Qualität. Und ich habe mich ja in den letzten Wochen schon ein wenig darüber ausgelassen, dass mich das ein wenig mittlerweile stört und dass mir das auf den Sack geht, diese Art von Gameplay. Das Video könnt ihr vielleicht euch hier oben auch nochmal anschauen. Haben übrigens auch sehr viele gemacht. Das war ein richtig, ich möchte schon fast sagen, viral gegangenes Video. Vielen Dank dafür euren Support. Es scheint also doch den einen oder anderen zu interessieren. Und wie gesagt, Harry Potter oder Hogwarts Legacy ist da für mich wirklich ein Paradebeispiel, was an modernen AAA-Spielen mir so ein bisschen auf den Sack geht. Es schätzt halt meine Zeit nicht so wirklich wert. Die Story ist, ja, ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, worum das Spiel ging. Irgendwie seid ihr auserwählt und müsst 4 Prüfungen für so eine 4 Dudes im Spiegel machen und irgendwas mit Goblins. Es hat mich nicht gecatcht und es war so ein typischer Fall von Klick, 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 Klick durch die ganzen Dialoge. Es war, die Nebenquests waren ganz nett. Ich habe mir auch eiskalt von Sebastian die ganzen unverzeihlichen Flüche geholt. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich war auch in Slytherin drin und so. Da habe ich mal meine dunkle Seite durchleben lassen. Das war ganz nett, aber so, sonst ist da wirklich nichts hängen geblieben. Was ich dem Spiel hoch anrechnen muss, ist sein Dungeon-Design, sage ich mal. Die 4 Prüfungen selbst sind sehr, sehr cool gemacht. Das fühlte sich teilweise wirklich an wie kleine Zelda-Dungeons, denn ihr habt ja sehr, sehr viele Zaubersprüche, die ihr benutzen könnt. Und die Rätsel sind halt alle darauf ausgebaut, die richtigen Zaubersprüche für die richtigen Stellen zu nutzen. Und das finde ich ganz geil. Zum Beispiel zieht ihr euch Plattformen ran oder andere Dinge, schiebt euch dann wieder weg, lässt Sachen schweben und stoppt dann die Zeit, damit sie dort bleiben, springt drauf und nutzt das dann als Plattform. Sehr, sehr cool. Fand ich richtig, richtig cool gemacht. Alle Dungeons, vor allem der dritte, der war visuell auf einmal noch richtig krass. Habe ich auch selten so einen Stil gesehen. Batman Arkham lässt grüßen. Richtig, richtig cool gemacht. Das waren auf jeden Fall die Highlights für mich. Man muss aber auch sagen, auch dieses System hat so gewissermaßen seine Grenzen. Denn es ist nun auch kein Breath of the Wild. Also das Spiel lässt sich nicht überlisten. Und das hat mich dann wieder so ein bisschen herausgerissen. Denn das Spiel möchte ganz genau, dass ihr immer einen ganz speziellen Zauber für das Problem löst. Und wenn ihr halt eine andere Idee habt,
dann funktioniert das nicht. Zum Beispiel war ich für eine Quest in einem Schloss mit einem Nebencharakter, mit einer Dame, und wir waren vor so einem Holztor und kamen nicht rein. Und sie wartete dann unten vor dem Holztor, dass ich das irgendwie öffne. Und ich bin dann auf der Seite des Schlosses hochgeklettert, bin dann oben zur Mechanik hingelaufen und da gab es dann so ein kleines Rätsel, wo man quasi mit einem Zauber die Kette hochzieht und dann mit einem anderen Zauber so eine Klappe runterzieht, die das dann einhakt und man dann unten quasi die Freundin reinlassen kann. Ne? Dann ist das Tor auf. Ich habe es aber anders gelöst. Ich habe die Kette hochgezogen und dann einfach den Zeitstopp-Zauber drauf gemacht. Und dann war das oben festgefahren. Das Tor war auch hoch. Ich bin sogar unten runtergegangen, habe mir das angeguckt. Das Tor war weg. Da war nichts mehr im Weg. Und meine Questpartnerin war da die ganze Zeit, oh, mach doch mal das Tor hoch. Wie sollen wir denn jetzt hier reinkommen? Ich sage, ja, geh doch einen Meter. Geh einfach rein, es ist frei. Und es war halt, das Spiel hat nicht vorgesehen, dass ich das Problem auf diese Weise löse. Und dementsprechend konnte ich es auch nicht auf diese Weise lösen. Da wäre halt noch ein bisschen mehr Potenzial drin gewesen. Ne? So ein bisschen outside the box denken, wie das halt bei Zelda, Tears of the Kingdom oder Breath of the Wild möglich ist. Da kannst du ja quasi alles auf jede Weise lösen. Hier hast du halt nur einen bestimmten Zauber, den man nutzen muss. Das war dann, hat so ein bisschen die Illusion gebrochen. Ne? Auch das Kampfsystem ist, ja, es macht schon Spaß, ne? Und man muss da auch so ein bisschen gucken, aber es ist jetzt auch nicht so krass. Ich fand es teilweise auch ein bisschen hakelig, weil ich mich so ein bisschen immer die Übersicht verloren habe, wen ich gerade im Visier habe und so, aber grundsätzlich auch nicht ganz verkehrt. War schon ganz cool, dass man bestimmte Zauber nutzen muss, um bestimmte Deckungen zu brechen und seine kleinen Kombos dann aneinander ketten muss, um Schaden zu machen. Das war schon okay, das fand ich relativ spaßig. Auch die Bossfights waren knackig gut, aber jetzt nicht übertrieben. War alles nicht verkehrt, denn man kann dem Spiel auch wenig vorwerfen. Es ist kein schlechtes Spiel, kann man einfach nicht sagen. Sieht top aus, technisch wirklich gut, gibt wenig Bugs oder so. Ein, zwei kleine habe ich, wie gesagt, mal gesehen. Ne? Gutes Dungeon-Design, tolle Atmosphäre, aber es traut sich halt auch nichts. Es ist halt nichts krass Besonderes. Und dementsprechend möchte ich jetzt hier abschließend als Note dem vielleicht irgendwie sowas persönlich zwischen 7,5 und 8 geben. Ne, 8 wäre mir zu viel. Ich sag mal 7,7. Es ist eine 7,7 für mich. So irgendwie um den Dreh. Es ist nett, man kann es gut spielen, aber es ist halt auch nicht nichts, was ich, woran ich mich in den nächsten Jahren noch erinnern will und wo ich jetzt sage, geil, Teil 2 freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, irgendwie huckt es mich nicht so ganz. Aber immerhin habe ich es jetzt durchgespielt, ist doch auch schön. Ja, Hogwarts Legacy für die PlayStation 5. Gut, und dementsprechend brauchten wir natürlich auch Hausaufgaben für dieses Mal. Ich habe, wie gesagt, die Kommentare von euch aus der letzten Episode zusammengenommen. Also die Spiele, die meisten Votes bekommen haben und natürlich die ich selber noch nicht gespielt habe. Ich musste immer so ein paar Sachen rauskicken. Zum Beispiel Kingdom Hearts 2 hatten wir schon hier, ne? Deswegen ist das nicht dabei und auch andere Games. Wenn ihr euch wundert, warum manche Spiele, die offensichtlich mehr Votes bekommen haben, hier nicht von mir genannt werden, wahrscheinlich haben wir sie dann hier schon besprochen oder ja. Und dementsprechend standen zur Auswahl Golden Sun, Lies of P, Duke Nukem Forever, Heart of Darkness und Hi-Fi Rush. Und nach über 4000 Stimmen und mit 35% hat sich schlussendlich Lies of P durchgesetzt. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil das halt auch ein Spiel ist, was gerade mal ein halbes Jahr alt ist. Ich freue mich auf Lies of P, so ist es nicht, aber ich möchte eigentlich lieber in diesen Hausaufgaben Spiele nachholen, die ein bisschen älter sind. Dementsprechend, vielleicht müssen wir da mal für die nächste Folge mal, muss ich euch mal ein bisschen darauf hinweisen, nehmt mal Spiele, die jetzt noch nicht ganz so frisch sind. Ne? Hi-Fi Rush, Lies of P, das sind auch alle Spiele, die ich mir demnächst wahrscheinlich auch nochmal so reinziehen werde. Aber sowas wie Golden Sun oder Deadly Premonition eher nicht. Also votet mal lieber für die Games nächstes Mal, ja? Denn wie gesagt, wir brauchen auch wieder für die nächste Folge Hausaufgaben. Bitte macht eure Vorschläge in den Kommentaren. Ich pinne wieder einen Kommentar an und darunter könnt ihr all eure Vorschläge posten, beziehungsweise die euch gefallen, hochvoten mit Likes und ja, dann könnt ihr nächstes Mal wieder in einer Community-Abstimmung bestimmen, was wir als nächstes zocken werden hier in den Hausaufgaben. Ich hoffe, ihr macht mit, denn das gefällt mir auch immer sehr gut, eure Meinungen zu dem Spiel gelesen. Da bin ich jetzt schon mal sehr gespannt, was ihr zu Hogwarts Legacy zu sagen habt, ob ihr das so seht wie ich oder ob ihr das deutlich besser empfindet. Immerhin war es ja das meistverkaufte Spiel des Jahres 2023. Das erste Mal seit 15 Jahren, glaube ich, dass nicht Call of Duty oder ein Spiel von Rockstar auf Platz 1 war. Es muss ja auch irgendwie was heißen. Vielleicht bin ich ja auch der keine Ahnung hat. Aber nein. Gut,
Das war die Pickup-Folge, die erste Pickup-Folge des Jahres für den Februar 2024. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. In diesem Sinne, abonniert!